Der VfB hängt im unteren Teil der Tabelle fest und überzeugte in den letzten Spielen nur selten. Mit einem kurzfristigen Trainingslager wollte der VfB die Wende einleiten. Nach der Niederlage gegen Eintracht Frankfurt stellt sich nun die Frage, droht den Stuttgartern der Abstiegskampf bis zum Ende der Saison oder kriegen sie vorher doch noch die Kurve? Das sagen die Fans nach dem Abpfiff. Also wenn die so weiterspielen, dann wird es gar nichts mehr. Weil die einfach hinten viel zu schwach sind, die können nicht die Bälle verteilen, verlieren im Aufbauspiel immer die Bälle. Und vorne wird es auch nichts, weil wenn die Verteidiger die besten Tore machen, dann muss man sich auch mal fragen, was da los ist. Und der Trainer muss auch weg. Eigentlich war er ja am Anfang gut, aber was soll ich sagen? Bei den Ergebnissen muss man irgendwann mal auch am Trainer zweifeln. Eigentlich bin ich immer recht optimistisch, aber meine Hoffnung schwindet immer mehr. Ich habe immer mehr Flashbacks von früher und wir haben vorhin gequatscht, noch 39 Punkte können wir holen, gell? Ja. Jetzt dieses Jahr wird es noch schwerer, weil auf einmal punktet Augsburg und Bielefeld. Wir haben auch gewonnen, oder? Ja, es wird schwer, aber bis zum Schluss werden wir unten bleiben auf jeden Fall. Es wird, glaube ich, spannend, aber ja, man darf die Hoffnung nicht verlieren. Also, gerade sieht es sehr schlecht aus, sind sehr verunsichert, vor allem hinten viele Fehlpässe. Aber ja, ich denke, wir haben letztes Jahr gezeigt, dass wir auf jeden Fall spielen können. Deswegen glaube ich auch, dass wir dieses Jahr die Kurve kriegen. Ich denke, wenn Karadžić so weitermacht, wird er auf jeden Fall was reißen. Dann werden wir auf jeden Fall hoffentlich mal die Kurve bekommen. Also momentan vermute ich, das wird schwierig dieses Jahr. Aber ich hoffe natürlich, dass es noch klappt, dass wir den Klassenerhalt schaffen. Aber sieht schwierig aus. Ja, also wenn man das Spiel jetzt heute gesehen hat, man kann Gegentore bekommen. Aber zweimal nach einer Ecke so blöd und dann das dritte Tor auch noch. Also man muss sich einfach ein bisschen gescheiter anstellen. Wir dürfen keine Fehler machen und davon machen wir zu viele. Das ist mehr oder weniger Zufall, was wir machen teilweise. Also wir schlagen lange Bälle auf Sascha Kalajdzic und dann schauen wir, nimm den Ball an und verlängere und das ist unser System. Wir hätten heute auch, er hat mir gesagt, wir hätten 4-2 oder so verlieren können. Die Offensive wird das nicht retten, was wir hinten verkacken. Das ist einfach das Problem heutzutage und ich glaube nicht, also es wird nicht reichen. Ich sehe keine Hoffnung mehr. Die Torgefahr fehlt einfach, ganz klar. Uns fehlt einfach die Torgefahr, dass wir vorne anknüpfen können und auch endlich mal Tore schießen. Ich finde, VfB fehlt dieser Teamgeist, dieser Wille, irgendwie zu siegen und dass die Serie mal kommt, hintereinander zu siegen. Ich finde auch, wenn wir 2-3 Spiele hintereinander siegen würden, dann würden wir auch ein bisschen motiviert in den Spielen auftreten, vielleicht noch sogar die Kurve kriegen. Aber die Siege fehlen halt, die Punkte fehlen halt. Es gibt immer noch Hoffnung, zum Beispiel gegen Bochum muss man 1 gewinnen. Gegen Leverkusen wird es wahrscheinlich nichts, aber dann muss man halt hoffen, dass die anderen auch verlieren.